Ja, meine Damen und Herren, auf der Bühne Platz genommen hat nun der Mandolinenclub von Schwalkheim, aber nicht das normale Orchester, sondern das Ukulele-Projekt, ne, kann man sagen. Und wer in der letzten Zeit Fernseher geschaut hat, im Besonderen den SWR eingeschaltet hat, der hat vielleicht die 1,5 Minuten gesehen, wo das Ukulele-Orchester in der Landesschau war. Wer hat's gesehen? Einmal Hand hoch. Ah, wow. Und jetzt, damit wir auch hören, was da rauskommt, wünsche ich viel Spaß hier auf der Bühne des Musikvereins mit dem Ukulele-Ensemble des Mandolinenclubs Schwalkheim. Vielen Dank. Thank you.
eine Mischung aus dem Mandolinenclub Schweigheim und dem Ukulele-Projekt und spielen euch nun einen Song aus dem Jahre 1925, damals gesungen von der großartigen Vaughan Delath, einer Frau, die die erste Frau war, die jemals live im Radio gesungen hat auf dieser Welt. Man nannte sie auch The Original Radio Girl. Und von ihr Vaughan Delath ihren Paradesong The Ukulele Lady. Viel Vergnügen. Andrew Sisters, das war die Frauenkapelle, die zum ersten Mal eine goldene Schallplatte gewonnen hat für die meistverkauften LPs ihrer Zeit. Und sie haben einen Song aufgenommen, der ein paar Jahre zuvor aufgenommen wurde in New York. Wenn ich zu leise bin, müsst ihr die Hörgeräte lauter stellen. Ich schreie schon ziemlich rum. Ein Song aus einem jiddischen Musical, den jeder von euch kennt, Bei mir bist du Shame. Zum ersten Mal aufgenommen von den Andrew Sisters. Und endlich nach 100 Jahren hier in Schweigheim zu hören von den Mandolinen. Bye.
ich hier das Mikrofon reinspreche. Auch nicht besser, habe ich mir schon gedacht. Alles das schreibt hier. Frédéric Chopin, den kennt ihr aber hier, oder? Ja. Klavierspieler. Er war 7 Jahre liiert mit der großen französischen romantischen Schriftstellerin Georges Sand. Und eins ihrer Hauptbücher hat von einem kleinen Mädchen gehandelt, die in Venedig lebte. Man nannte sie La Porporina. Und La Porporina wurde eine berühmte Ariensängerin zu Zeiten von Vivaldi, Antonio Vivaldi in Venedig. Und sie ging auf die Wanderschaft, kam an den Hof von Maria Theresia in Wien. Und Georges Sand, die Schriftstellerin, hat ihr ein Buch gewidmet unter dem Titel Consuelo La Porporina. Und wir spielen euch daraus ein italienisches Lied mit demselben Titel. La Porporina, ein kleiner Walzer, bei dem das Mandolinenorchester fast so klingt wie normal. Thank you.
Kindergitarren. Es gibt sie seit ungefähr 150 Jahren, damals von portugiesischen Einwanderern mit auf die Inselgruppe Hawaii mitgebracht, eingeführt. Das waren eigentlich Arbeiter, die auf Hawaii in den Zuckerrohrplantagen und auf den Ananasfeldern gearbeitet hatten. Und die Überfahrt damals, das war eine sehr, sehr lange Seereise mit stürmischer See. Die Seeleute waren glücklich, als sie endlich angekommen sind am Hafen von Honolulu. Und drei der Arbeiter, der Bauern, hatten ihre kleinen Saiteninstrumente dabei, die hießen damals noch Braginia. Und ab ungefähr 1870 hält die Ukulele einen Siegeszug quer durch die Welt. Die Königin Queen Lili Uokalani von Hawaii hat selber auch Ukulele gespielt. Von ihr stammt das berühmte Aloha Ohe. Und in den 20er Jahren von Amerika, in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten, ist die Ukulele das wichtigste Instrument gewesen in der populären Tanzmusik. So wichtig, dass sie vielen, vielen Menschen total auf die Nerven gegangen ist, weil jeder Ukulele gespielt hat zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und davon handelt das kommende Lied Crazy Words, Crazy Tune. Ein Mensch, der sich beschwert, dass der Nachbar keine Nachtruhe kennt. Zu jeder Tages- und Nachtzeit spielt er sein Vodo-Do-Di-O-Do und schrammelt auf der Ukulele herum. Er möchte ihn am liebsten abknallen oder seinen Hund auf ihn hetzen. Crazy Words, Crazy Tune. Thank you.
1947 und über uns der Himmel, die Filmmusik von dem ersten Film, der in dem Nachkriegsdeutschland wieder gedreht wurde, mit Hans Albers in der Hauptrolle, Musik von Theo Markeben, der damals ein Star war in Deutschland, der wunderbare Lieder geschrieben hat. Das Lied passt ganz gut zu diesem Neustart nach Corona für den Mandolinenclub, denn sie haben beantragt, sich ein wenig neu aufzustellen nach der schwierigen Zeit, gerade für die Kultur. Und wie ein Sandkorn, das vom Wind hin und her geweht wird, so haben wir uns alle gefühlt, wir Musiker. Und es war eine willkommene Gelegenheit, durchzustarten, einen neuen Anlauf zu machen mit einem neuen Instrument, einem neuen Repertoire. Wir spielen euch nun das ruhigste Stück, eine Ballade aus dem Jahre 47 und über uns der Himmel. Thank you.
seltenen Damen, eine Hilde. Hilde, wo bist du? Hildegard, Hildruhen, gibt's eine Hilde? Du bist Hilde. Du bist unsere Hilde. Mir ist scheißegal. Also. So wie die aussieht, heißt die nie und nimmer Hilde. Ist mir gerade scheißegal. Sie hat... Denn jemand, der das Hildehorn in der Hand hat, der muss einfach Hilde heißen. Wir singen jetzt ein Lied, das heißt, ich bin verrückt nach Hilde. Und immer wenn das Wort Hilde kommt, wir singen es, ja, immer wenn Hilde, dann stehst du auf und stößt einen ins Hildehorn. Kleinen Soundcheck mal. Aha. Aufstehen, aufstehen. Ich hab den einen ganz, aber richtig gespannt, ich hatte richtig aus voller Lunge. Ich bin verrückt nach Hilde. Sehr gut aufgepasst, ich habe Hilde gesagt. Spitzt die Lippen. Thank you.
Anfang der 60er Jahre gab es eine Band in Liverpool, Nordengland. 4 Musiker, Schlagzeug, Bass, Gitarre und so weiter. John, Paul, George und Ringo, die Beatles. Und sie haben am Anfang ihrer Karriere den Mercy Beat kreiert und haben vor allen Dingen alte Lieder gespielt. Die haben begonnen mit Oldies, Liedern aus den 20er Jahren, die ihre Eltern und Großeltern gespielt hatten. Einer der legendären Klassiker, den die Beatles später aufgenommen haben, ist Ain't She Sweet. Und das spielen wir euch allerdings in der deutschen Version aus den 20er Jahren. Mir geht's gut, ich verliere nicht den Mut. Take a trip.
das war es auch schon gewesen für uns. Wir haben noch eine letzte Zugabe, wenn wir unbedingt spielen müssen, wenn ihr das wünscht. Ja. Also wenn ihr noch gar nicht genug habt, dann kann ich euch nur empfehlen, am 23. Juli im Mandolinenclub Heim. Am 23. Juli beim Mandolinenclub im Vereinsheim gibt es ein Sommerabendkonzert im Freien. Und ansonsten, wir spielen euch eine Nummer und wenn ihr dann noch was hören wollt, dann kommt die Hilde auf die Bühne und macht ihr Soloprogramm mit der Hupe. Wir spielen euch nochmal einen ursprünglich amerikanischen Schlager, Yes Sir, That's My Baby, in der deutschen Version von den genialen Fritz Rotter und Otto Stransky. Die haben in den 20er Jahren in Berlin ziemlich für Furore gesorgt mit ihrem Titel Küss mich, Schnucki Putzi. Alles, was du willst.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank an euch Ukuleles. Es ist mal ganz andere Musik hier einfach. Ne? Da freuen wir uns ganz besonders. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und bei uns, ja klar, einen großen Applaus nochmal. Bei uns auf der Bühne geht es weiter in einer Stunde. Da kommt der Musikverein aus Stuttgart-Feuerbach zu uns. Mit denen haben wir langjährige Freundschaft. Da freuen wir uns. Genau, und ich weiß nicht, habt ihr noch Lust? Eins vielleicht nochmal? Na ja.